Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Death Pro Duell. Heute spiele ich Kettenbeschwörungsapparate und die Musik ist total gaga geworden. Und wie man sieht, ist das Metagame auch an diesem Kettenbeschwörungsapparate-Deck nicht vorbeigegangen. Wir spielen jetzt auch die Dragon Rulers. Ja, natürlich nicht alle vier, sondern nur Redox. Und ich finde, das ist legitim. Ich spiele zwei von ihm, um halt einfach die extra Spezialbeschwörung in diesem Deck zu bekommen, um halt das Deck ein bisschen schneller zu machen. Und wir haben einen super Backrow gezogen, kann man nicht anders sagen. Und ja, also dazu sind halt die Drachenherrscher halt rausgebracht worden eigentlich, um die entsprechenden Elementardecks halt zu unterstützen. Und ja, mal gucken, was trifft er. Solemn Warning, das ist blöd, aber okay. Kartenkavallerist, okay. Kann ich nicht viel gegen machen. Torrential ist nicht gerade sehr hilfreich. Oh, Saxhorn, okay. Ich glaube, das Torrential ich doch. Ja, hat einen guten Vorteil jetzt. Oh mein Gott, wie viele MSCs hat er noch, ey? Jetzt hat er mal eine ganze geile Backrow zerstört. Er spielt auch noch Backrow, oder was? Oh Mann. Okay, wir haben XT. Beschwören seinen nächsten Apparat. Aktivieren seinen Effekt. Gucken wir mal, Effekt verschleiern. Breakthrough Skill. Okay. Ist in Ordnung. Ups, das will ich nicht. Really? Was hat er denn für Backrow, bitteschön? Nö, das ist in Ordnung. Jetzt ist er dran. Oh, er hat all the answers. Nicht schlecht. Ja, während er überlegt, können wir ein bisschen reden über die Elementarherrscher oder Drachenherrscher. Irgendwie heulen sie doch heutzutage alle rum über die Elementar- oder Drachenherrscher. Ist mir egal. Die Leute meckern immer über irgendwelche Decks. Und ich spiele persönlich auch keine Drachenherrscher. Vor allem, weil ich nicht. Also, die Drachenherrscher an sich sind ja nicht teuer, aber die ganzen extra Deckkarten sind mir viel zu teuer und darauf hätte ich auch keinen Bock. Und. Ja, also. Wenn es nicht Drachenherrscher wären, wären es Mermails. Wenn es Mermails nicht wären, dann wären es Chaos Dragons oder was auch immer. Die Leute haben immer irgendwas zu meckern und es geht mir so auf den Keks, hab keinen Bock mehr, mir das immer wieder anzuhören. Oh, noch ein Draw. Sehr nice. Noch ein Draw. Schade. Okay, noch ein Maxi für nächste Runde. Plague Sparrow Zombie hat er. Okay. Dark Hole. Get rid of that shit. Dann beschwören wir mal einen roten Apparat. Schnappen uns den nächsten. Jetzt hat er mal keinen Breakthrough. Und greifen wir an. Oder nicht? Ist er eingefroren? Nee. Okay, weiter geht's. Ja, ja, ich weiß, dass du die Karte hast. Ich wollte nur sehen, ob du sie immer noch hast. Gott. Keine KG-Tokak. Wo sind die Kettenbeschwörungen, die ich spiele? Meine Güte. Jetzt will er eine Luminar-Spezialbeschwörung beschwören, kann er gerne machen. Ich kette mein Max-T an und ziehe noch ein paar Karten. Na, Nixis-Beschwörung? Komm schon, du wirst es doch auch. Oh, schade. Aber er meldet sich bald zu Tode. So kann man Lightspawn auch besiegen. Einfach so lange melden lassen, bis sie einfach keine Ressourcen mehr haben. Okay, jetzt hat der Plague Spreader Zombie und das Mally. Ich hoffe, er meldet die übrigen beiden auch noch. Okay, da ist noch einer gewesen. Waren noch mehr? Verdammt. Okay, er spielt eine Zombie Destiny Hero Light Swords. Mm-hmm.
Okay, beschwören wir erstmal einen gelben Apparat. Wir können unsere Kettenbeschwörung leider nicht benutzen, weil wir keine Kette aufbauen können. Aber vielleicht im nächsten Zug. Schauen wir uns erstmal den nächsten Apparat. So, und da mir seine Backrow langsam auf den Keks geht. Jetzt will ich den Effekt von ihm. Werfe ihn und mein Game-Apparat noch im Friedhof und beschwöre einen grünen. Schnappe noch ein Apparat. Dann gehen wir erstmal in die Battle Phase und ziehen ihm erstmal seine Scrap Iron Scarecrow raus. Dann zerstören wir die übrigen Monster. Danke, dass du das Monster mit der niedrigsten ATK annullierst. Ich habe keine Lust, dass du Monster hast. Wenn du JD ziehst, ist das scheiße, weil Compose mir nichts bringt, aber gut. Wie viele JDs hat er überhaupt schon durch? Oder spielt überhaupt JD? Wenn man Wolf spielt, sollte man auch JD spielen. Also, so ist es ja nicht. Ich will nächste Runde eigentlich meine Kettenbeschwörung abfeuern, deswegen möchte ich gerne einen Kagetokage endlich auf die Hand haben. Dankeschön. Zack. Dann setzen wir unser Zwangsbekühlungsgerät, auch wenn das gegen Lightsworn ziemlich schlechte Karte ist. Wir können wenigstens so 1000 Lifepoints rausziehen. Warte mal, hat er überhaupt schon 4? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Okay, er setzt wieder eine. Er hat Lumina. Okay, er will für eine Synchro gehen. Nein, kann er gar nicht. Er kann keinen Flag Spreader beschweren. Ich will nur eine Defense haben. Das ist in Ordnung. Ah, Mizuki hat er noch. Verdammt. Den habe ich vergessen. Okay, dann frage ich mich, was er machen will. Scrap Dragon, Stardust, Crimson Blader. Egal, was er macht. Es wird annulliert von mir. Wie bei meinem Zwangsbekühlungsgerät. Er hat 1, 2, 3 verschiedene Lichtverpflichter den Friedhof. Warum spielt der Wolf? Das interessiert mich mal. Crimson Blader. Okay. Er hat einen Scarecrow und eine Karte, die er gerade gesetzt hat, die kann er dann also sowieso nicht aktivieren. Es sei denn, es ist eine normale Zauberkarte. Okay, ich greife irgendwas an. Tschüss, Sikowski. Ist jetzt nicht so schlimm gegen mein Deck, weil ich ja relativ eigentlich fast nur Vierer spiele, außer ein paar Siebenern und die benutze ich eher als so, ja, Toolbox, um an ihr Apparate zu unterstützen oder manchmal für einen Rang 7er halt zu gehen, wenn es halt mal nötig ist. Spielt der reißende Tribut? Man weiß es nicht. Er spielt Breakthrough Skills. Wir schauen mal, was er macht. Schwören mal einen roten Apparat. Ketten Kagetokage an. Habe ich gerade Kettenbeschwörung weggeklickt oder war ich gerade nicht anwesend? What the fuck? Ja. Ich glaube, ich bin gerade nicht ganz da. Das war richtig dumm. Muss ich schon sagen. Also, das habe ich echt fein gemacht. Das habe ich richtig schlecht gemacht. Das finde ich echt toll. Oh Gott. Machen wir mal so ein bisschen Deck-Thinning wieder. Okay, dann machen wir es halt nächste Runde nochmal. Redox interessiert mich gerade nicht. Und vor allem Kagetokage ist ätzend. Jetzt habe ich den Verteidigungsmodus. Warum? Ich hätte doch Kettenglied 3 machen können. Nicht? Stimmt, ich hatte Kagetokage. Ich habe es wahrscheinlich weggeklickt. Oh, jetzt schon wieder eine. Er hat 2. Oh mein Gott. Gib mir das auf den Sack. Zweimal Scrap ein Scarecrow. Oh yeah. Das heißt, ich muss nur nicht so einen Direwolf machen, damit ich mal ein bisschen Ruhe habe. Ich mache das Spiel hier unnötig lange. Ist nicht beabsichtigt. Oh, Raikou vielleicht. So.
jetzt check ich's. Ich hatte kein Kettenglied wegen meinem Apparat, weil ich kein Apparat mehr hatte. So. Oh Mann, habe ich lange gebraucht dafür. Also, habe ich noch rote Apparate? Habe ich nicht. Das heißt, ich muss es schon mit... Was? Das will ich mir jetzt ausprobieren. Was passiert, wenn ich ihn jetzt beschwöre? Seinen Fleck aktiviere. Darauf Kageto Kagan-Kette. Und darauf dann Kettenbeschwörung. Dann würde ich seinen Effekt nicht bekommen. Ja, das habe ich mir gedacht. Diamond Direwolf. Jetzt möchte ich gerne eine von den Scrap Irons loswerden. Ach ja, hier kann ich mir auch noch was graben. Da hole ich mir Machina Gearframe. Schwör ihn. Schnapp mir eine Festung. Ich habe sogar noch Normal Summon, was mir ziemlich wenig bringt. Ich will wissen, was er da gesetzt hat. Oh, Necrogardner. Toll, noch mehr Stall. Weißt du was? Ich habe keinen Bock drauf. Ich verbanne den Shit aus dem Friedhof. Spezialbeschwöre den. Spezialbeschwöre ich den, indem ich die abwerfe. Dann machen wir Big Eye. Take that shit. Den in Defense Mode dann. Und dann soll er den Effekt davon gar nicht erst bekommen, sondern nur eine seiner Scarecrows. Okay. Kettenschwimmer möchte ich nicht setzen und dann ist er dran. Gott, mache ich das unnötig kompliziert. Lange nicht gespielt? Doch, lang genug gespielt. Oh weh, das ist noch so eine, dann raste ich aus. Okay, der Necrogardner geht mir jetzt hier auf dem Feld auf den Keks. Ich könnte für Tragödie opfern. Das ist ziemlich bescheuert, wäre. Ja. Gehen einfach in die Battlephase und gucken mal, was passiert. Da hat er aufgegeben. Okay, das war mal eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Wie man sieht, ja, Drachenherrscher machen ihre entsprechenden Decks, in denen sie eingesetzt werden sollen, besser. Das ist auch deren Aufgabe, dass sie gemeinsam ein eigenes Deck bilden, das so derbe schnell und so unschlagbar ist, ist natürlich scheiße und sollte vielleicht von Konami auch mal berücksichtigt werden. Gegen eine Semi-Limitierung der beiden, der ganzen Drachen hätte ich nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob das komplette Drachen, also das E-Dragon Deck halt töten würde, aber die entsprechenden Drachenherrscher wären immer noch eine sinnvolle Erweiterung für die entsprechenden Elementardecks. Vielleicht sollte man noch einige der Zauberkarten, die sie so halt in ihrem Deck spielen, vielleicht nochmal mit irgendwie semi-limitieren oder limitieren. Aber auf jeden Fall, das war es erstmal vom Duell mit den Kettenbeschwörungsapparaten. Ich habe ein bisschen mich doof angestellt und ja, trotzdem haben wir gewonnen, weil das halt das Deck halt relativ viel Vorteil aufbauen kann und das auch relativ schnell, wenn man es nicht verhaut. Das war es erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.